Und vielleicht können die Zuschauer auch da draußen mal schon mal eine Rückmeldung geben. Habt ihr eine Hausapotheke? Habt ihr nun Verbandskasten? Habt ihr etwas mit auf Reisen? Wenn ja, was? Nehmt ihr die ganze Hausapotheke mit? Schreibt doch mal so ein bisschen in die Kommentare rein. Ja, währenddessen ihr da schreibt, nur einmal kurz aufklären, dass alles, was wir hier heute vorstellen, was wir hier erzählen, aus unseren Erfahrungen heraus ist, was bei unseren Hunden gut funktioniert hat, wo ja, ich auch ganz oft an meine Grenzen kurz war, weil ich es nicht da hatte und dann doch jetzt da habe. Ja, genau. Vor allem auch, es gibt halt einige Sachen, die eigentlich für die Menschen gedacht sind. Die dürfen wir auch offiziell natürlich gar nicht weiterempfehlen. Die darf man nicht mehr für Tiere anwenden. Wie gesagt, das, was wir anwenden, ist aus unseren Erfahrungen heraus. Ich glaube, man muss dazu auch mitgeben, ich glaube, wir haben noch nie im Vorhinein bei der Bekanntgabe dieses Themas so viele Meldungen bekommen, wo man uns darauf hinwies, nach dem Motto, seid ihr eigentlich verrückt, ihr setzt euch da in Nesseln, das wird euch um die Ohren fliegen, weil dieses Thema darf man gar nicht machen. Und eigentlich, als wir das Thema zusammensuchten, war für uns eigentlich nur wichtig, Themen mitzugeben, die, ich sag mal, für jeden zu Hause, für den Hund, wenn irgendwas sein sollte, dass man halt weiß, habe ich schon mal von gehört, ich weiß, wo ich es herkriege, ich habe schon mal gesehen. Was wir nicht machen dürfen, da sind wir mehrfach darauf hingewiesen worden, ich sag mal, Themen hier in die Kamera zu halten, wo wir mitgeben, wir empfehlen. Das dürfen wir also nicht. Wir werden also auch keine Links im Nachhinein mitgeben, aber seid euch sicher, mein Schreibtisch hier heute Abend ist voller Mittel und voller Dinge, Dinge, die man auch wirklich dann nochmal gesehen und gehört haben darf und wo man sich auch, ich sag mal, tatsächlich auch ohne Probleme dran befassen darf, wenn der Hund damit ein Problem hat, dass man weiß, woher man das herkriegt und was man macht. Das heißt also, der Unterschied zwischen einer Hausapotheke und einer Reiseapotheke, das kriegen wir hier gut erklärt. Wir kriegen auch erklärt, ich habe ja gesehen, quasi Britta ist dabei, also auch nach dem Motto, wenn man mal, ich sag mal, sehr oft campen geht, nach dem Motto, was hat man denn auch mal vielleicht sogar irgendwo im Campingwagen oder im Wohnwagen. Gibt bestimmte Dinge natürlich, die man irgendwo haben sollte. Und natürlich auch immer wieder griffbereit. Das heißt, wenn man ein, zwei, drei Wohngegenden hat, dann sollte man auf jeden Fall immer wieder schön brav auch mal das Täschchen packen, damit man immer für diesen Notfall was hat. Das muss man klar vor Augen halten, denn es ist wie Wasserrohrbruch, der kommt meistens Heiligabend oder am Wochenende sonntags, nämlich dann, wenn die Geschäfte und auch die Handwerker alle zu haben. So kommen natürlich auch, und das ist der Grund, warum viele Leute eine eigene Hausapotheke für Hunde haben. Der Durchfall vom Hund oder die Kralle abgesplittert kommt nicht mittwochs, dienstags und donnerstags, sondern die kommt meistens samstags morgens oder sonntags abends oder am Feiertag, Ostern. Oder im Urlaub im fremden Land, wo man nicht weiß, wo die nächste Apotheke oder der Tierarzt ist. Genau. Deswegen möchten wir einmal mitgeben. Natürlich auch, wenn man ja, ich sag mal, Reiseapotheke Hund gibt, dann kriegt man ja ganz viele Informationen auch, ich sag mal, über die berühmten Suchmaschinen ausgeschmissen. Und es ist sehr süß gemacht, dass halt die gute Wirtschaft draußen immer wieder diese kleinen tollen Verbandskästen halt als Reiseapotheke, vielleicht sogar selbst genäht, befüllt, wie auch immer, dass man die halt kaufen kann. Man kann sie auch in, ich sag mal, Hundesupermärkten gut kaufen, wenn man mal, ohne die Namen das zu nennen, natürlich auch kaufen kann. Damit meint man, ist man wahrscheinlich gut aufgestellt. Gut aufgestellt ist man damit, wenn man eine Wunde abdrücken muss, also etwas, was blutet. Etwas, was halt verbunden werden muss, wie bei uns Menschen auch. Das ist halt wie bei einem Verbandskasten, der wirklich mitgenommen werden kann. Damit ist aber, weiß Gott, nicht die Reiseapotheke tatsächlich vollständig. Das muss man klar vor Augen halten. Und ich bin auch immer sehr, sehr, sehr weit davon weg, immer ganz schnell irgendwelche Schmerzmittel in einen Hund reindrücken zu lassen oder reinzudrücken, damit das halt im Endeffekt erstmal vorbei ist und wir dann erstmal wieder ein bisschen durchatmen können. Weil ja, Schmerzmittel sollen natürlich, ich sag mal, immer wieder dosiert sein. Das muss man auch klar vor Augen halten und auch nicht einfach irgendwas da rein. Das muss man auch gleich nochmal besprechen. Heißt also, Reiseapotheke heißt nicht nur Verbandsartikel und ein typisches, ich sag mal, Schmerzmittel, dann ist das Thema durch, sondern wir gehen gleich mal auf einige andere Dinge noch rein. Okay. Die Tina hat keinen Ton. Ich hoffe ja, also ich gehe von aus, die anderen hören uns, weil das war schon der Daumen hoch.
Tina muss irgendwo bei dir liegen. Schau mal an deinem Computer. Ich denke. Ihr könnt auch mal gerade einen Daumen hoch geben, bitte, wenn ihr uns hört, der Rest. Oder rede ich heute zu leise? Kann natürlich auch sein, muss ich ein bisschen näher kommen. Ton ist gut. Okay. Tina, dann muss es bei dir irgendwo liegen. Okay, zwei Rückmeldungen haben wir hier. Die Bettina schreibt, homöopathische Hausapotheke und ein paar andere Dinge, wie Tromel, Lichttherapie, Pflaster und Novafon. Was ist das? Das Novafon? Das Novafon? ist eine Form von einem Muskelentspannungsgerät. Das bedeutet also, das geht in so eine Tiefenmuskulatur, ist auch bei dem Mensch gerade im Moment ganz in, wie sie auch immer alle heißen, Electric und wie sie alle heißen. Das bedeutet, es ist so eine Form von einer Akkupistole. Da gibt es verschiedene Aufsätze vorne drauf und diese Pistole wirkt quasi mit so leichten Stößen und diese Aufsätze gehen halt dann quasi in die Muskelentspannung, Tiefenentspannungsmuskelentspannung, wenn man so schön sagen darf. Das ist natürlich etwas, was nicht gerade kostengünstig ist und wo man natürlich auch sagt, das ist auch schon sehr speziell. Und ich glaube, da muss man auch wissen, ungefähr, wo man das auch machen kann, damit man halt nicht auch noch mehr Schmerz auslösen kann. Und ich mag auch nochmal mitgeben, also ich finde es super, absolut perfekt, ich habe es auch. Aber das Wichtige ist halt, dass man klar vor Augen halten muss, da muss der Hund sich auch ein bisschen dran gewöhnen. Also das geht nicht einfach an einem sehr nervösen jungen Hund und dann, ach, der müsste mal ein bisschen Entspannung rein. Und wenn der gerade schon mal so schön schläft, gehe ich mal mit diesem Ding da dran und lass das mal so ein bisschen wirken, dann wird er wahrscheinlich noch entspannter. Das wird nicht gut sein. Traumel, das große, große Thema. Ich glaube, Bettina, da geht es natürlich gleich schon mal ein großes Thema ran. Ich habe, oh Gott, jetzt wird es wieder lustig. Ah, hier, Traumel, glaube ich, ist auch eines der bekanntesten unter Hundehaltern. Ich sag mal, schmerzstillendes Mittel, das homöopathisch ist, von der Firma Heel. Und es gibt natürlich nicht nur dieses, es gibt noch andere. Gehen wir gleich nochmal drauf ein. Erstmal speziell Traumehl. Traumehl ist halt in der Form gebaut, dass man natürlich dem Hund eine, ich sag mal, Erleichterung erschafft, natürlich auf homöopathischer Basis, also ich sag mal biologisch. Dass halt der Schmerz quasi ähnlich wie bei uns Menschen, man nimmt halt eine Form von Paracetamol zu sich und dann kann halt mit der Zeit auch eine Entspannung einstellen, dass der Schmerz einfach nachlassen kann. Das muss man nachlesen, wie viel damit wirklich pro Kilogramm Hund in so einen Hund rein darf, um Schmerzen wirklich zu lindern. Man geht damit, weil es ja halt homöopathisch ist, auch leider sehr, sehr oft immer etwas phlegmatisch um. Nach dem Motto, ah, der Hund, der humpelt immer noch, also müssen wir noch mehr Traumehl rein oder wie auch immer. Ich höre sehr oft, dass das wirklich umgangssprachlich schon als das Schmerzmittel allgemein gilt. Ja, man macht, glaube ich, nicht wirklich was kaputt. Ich möchte aber auch klar davon sagen, auch das ist Schmerzstiller. Das bedeutet, ja, ich gebe es rein, wenn der Hund Schmerzen hat. Ja, ich schaue die Dosierung und ja, ich schaue natürlich immer noch, dass ich es nicht überdosiere. Also auch nicht am Tag und auch nicht für diese Problematik. Und wie es halt bei homöopathischen Mitteln ist, die Dauer ist halt natürlich ausschlaggebend. Also wie lange ich dieses Mittel geben muss und damit es auch wirklich auch funktioniert und auch keine Nebenwirkungen an sich mehr auslösen kann. Und auch da mitunter vielleicht auch nur bis zu dem Zeitpunkt, bis das der nächste Tierarzt vielleicht aufhat und nochmal anders drüber gucken muss, weil wenn ein Hund eine Bisswunde hat, die ist richtig groß, da hat er Schmerzen, bis dass er vielleicht beim Tierarzt ist, kann man versuchen, das irgendwie mit Traumehl etwas zu drücken, den Schmerz. Aber ich bin davon überzeugt, dass das immer noch lange nicht den Tierarzt erspart. Und das zweite Thema ist, das Schmerzmittel dauert länger, bis dass es auch eine gute Wirkung hat, die man sich so als Mensch erhofft. Denn ein Paracetamol, ein Aspirin und wie sie alle heißen für uns Menschen, wirken ja recht zügig, meinetwegen nach einer halben Stunde. Bei einem Traumehl muss das nicht unbedingt so sein. Und man weiß, Hunde haben ein anderes Schmerzempfinden wie wir. Deswegen glaube ich, ist es auch schwer herauszufinden, wann ist das Schmerz wirklich gestillt. Das weiß man halt eben nicht. Deswegen dabei, ich mag nochmal echt mitgeben, vorsichtig auch bei der Menge. Dieses ist für akute Schmerzen, das muss man klar sagen, denn diese Firma Heel, die in meinem, ich sag mal, Hunde- und Alltagsleben gar nicht mehr wegzudenken ist, hat auch noch Zehl rausgebracht. Das bedeutet, Zehl ist eher für die chronischen Erkrankungen. Das heißt also auch ein schmerzlinderndes Mittel, wenn es schon chronisch oder rheumatisch
beinhaltet, dann muss man natürlich auch mal darauf achten, auch da bitte nie ohne Rücksprache, quasi immer wieder mit Rücksprache mit dem Arzt und immer wieder dann auch klären, wie lange oder auch mit dem Tierheilpraktiker, Osteopath, wen auch immer ihr dann in der Sprache habt, immer wieder das bitte Rücksprache machen. Nicht einfach rein in den Hund und damit ist das Thema erstmal für einen selbst erledigt, sondern das Wichtige ist, auf die Dosierung. Die Menge macht's Gift. Das muss man vor Augen halten. Deswegen, da gehe ich immer wieder drauf ein, ne? Weil Hormel, Traumehl und Zehl, das sind halt Dinge, die natürlich leicht zu kaufen sind, aber auch mit Wirkungen sind. Genau, die Tina schreibt, wir haben Notfall- und Hausapotheke und sogar Aktivkohle für den Vergiftungsfall. Das ist halt leider tatsächlich auch ein sehr, sehr umgangssprachliches Ding. Das ist auch gut. Aktivkohle, diese kleinen schwarzen Tabletten sind zum Glück nicht teuer und auch die haben wir immer und überall dabei. Also sei es auch im Auto. Ich habe auch da immer wieder so ein Blister von Aktivkohle dabei, denn man weiß immer nie, was es wirklich ausmacht und es kann halt einfach echt retten. Das Problem ist ja, wenn ein Hund etwas Giftiges zu sich genommen hat und fängt an zu speicheln, fängt an, ich sag mal, vielleicht sogar, neurotische Störungen aufzuweisen, dann kann man mit dieser Aktivkohle vielleicht noch mal ein bisschen Zeit rausschinden, bis dass man den nächsten Tierarzt erreicht. Denn diese Aktivkohle bindet halt die Flüssigkeit im Körper und das kann halt auch das sein, womit sich die Magensäfte ja vielleicht sogar toxisch vergiftet haben. Und das kann halt dann auch damit gebunden werden. Deswegen Aktivkohle, ich höre auch immer wieder raus, dass es das Menschen den Hunden geben, nur bei leichten Durchfallerkrankungen kann auch helfen. Auch da mag sein. Also da bin ich halt irgendwie nicht für geschult. Das kann sein, dass das halt auch Erfolge bringt. Aber da bitte auch nachfragen. Ich habe es zumindest auch hier und immer in der Hoffnung, dass es dann auch zum richtigen Zeitpunkt für mich greifbar ist, falls ich etwas habe. Ich hatte tatsächlich einen Hund, der vergiftet worden ist. Und dieser Hund hat tatsächlich einen zweiten Geburtstag durch, dank dieser Aktivkohle. Also von daher, ich schwöre auf die Dinge. Wer einmal so ein Mist hinter sich hat, der weiß, was es bedeutet. Ich hatte es nicht da, wo ich nicht wusste, ob Aida was Giftiges gefressen hat. Aber da waren wir schnell beim Tierarzt. Bettina schreibt, das habe ich noch nie benutzt, die Aktivkohle. Sei froh, dass es noch nicht brauchen muss, muss. Auch da Genau. nochmal bei dem Thema Durchfall. Das ist ja schon mal so, dass wenn die Hunde auch vielleicht irgendwie Erbrechen haben, dass man dann natürlich auch schon mal auf die Aktivkohle zugreifen kann. Aber bitte auch da in Maßen. Also das bedeutet, Bettina hat zum Beispiel, die hat Beagle, also da würde ich Maximum, ich sag mal, mit einer halben in einer Stunde, vielleicht Maximum in 2 Stunden eine halbe geben. Bei einem Hund über 40 Kilo vielleicht eine ganze, dann ist es schon okay. Also das bedeutet, da muss man natürlich auch vor Augen halten, auch da die Menge ist das Wichtige. Ne? Aber ja, gehört für mich in jede Hausapotheke, in jede Reiseapotheke ein Blister davon. Bitte einfach ins Auto, irgendwo da, wo man immer mal zugreifen kann. Mit diesem Auto fährt man nämlich meistens irgendwo hin. Und es ist ja das große Problem, wenn man irgendwo unterwegs ist, hat man es dann ja nicht dabei. Deswegen gerade Giftköder etc., das ist immer wichtig. Kann ja auch eine Pflanze sein, die dann halt auch eine toxische Wirkung haben kann. Wir schauen mal die Bärbel. Was schreibt sie? Ja, wir haben ein paar Sachen. Traumehl, Tabs in Absprache mit unserem THC, nachdem wir hinfahren. Also das ist halt genau das, was ich auch wichtig finde. Also immer wieder in Absprache auch mit dem Tierarzt. Und vielleicht hat der Tierarzt sogar auch eine Checkliste da, ne? Nach dem Motto, wir fahren jetzt irgendwie 14 Tage in Urlaub, fahren Österreich, Schweiz, keine Ahnung, Holland. Und wir möchten gerne mit unserem Hund reisen und haben sie vielleicht eine Checkliste da. Also ich weiß, dass unser Tierarzt so etwas hat. Und da kann man sich natürlich auch schon mal abholen, wenn die auch nochmal so Erfahrungen haben, ne? Die auch genau wissen, welche Dosierung von welchen Themen bei denen reinkommt. Ja, haben vielleicht mitunter eine, ich sag mal, Apotheke, die verschreibungspflichtig ist. Das muss ja vielleicht nicht sein. Aber diese Aufstellung, die hat normalerweise jeder Tierarzt auch irgendwo greifbar oder zumindest im PC mittlerweile. Das ist schon ganz gut. Deswegen immer in Absprache mit dem Tierarzt. Genau so. Genau so. Sehr gut. Ich glaube, die Bea wollte vielleicht noch irgendeine Dosierung reinbringen von Traumehl. Mal schauen. Ansonsten kann man die natürlich auch überall nachlesen. Wenn nicht Bär, wer dann? Also. Für mich nächstes Thema Hausapotheke. Das Thema Ohren.
Also für mich auch eines der ganz großen Themen, gerade bei Hunden mit Schlappohren. Das heißt Hängeohren. Wer kennt es nicht, dass mal irgendwann mal nachmittags feststellt, dass eines der Ohren vielleicht hängt, dass der Hund vielleicht sich schon mal mehr irgendwie ein bisschen, ich sag mal, schlackert oder beziehungsweise sehr deutlich dann kratzt, empfindlich sogar ist, heiß ist, rot ist. Für mich ist wichtig, dass man halt Unterschiede kennenlernt bei Ohrreinigern. Denn gängig ist ja etwas, was man so in den Hundesupermärkten kauft, die gelb-roten oder wie auch immer rot-grünen. Es gibt ja verschiedene dieser Marken. Da kann man ja vieles kaufen und man kann sie ja auch bei den, ich sag mal, Online-Lieferanten kommen lassen. Man denkt, dann ist man auch fein damit und damit hat man dann nachher sich leider was Falsches gekauft. Denn der Markt ist groß, das ist das eine Thema. Man hat bestimmte Marken vor Augen, die weiß man. Ich mag gleich auch zwei Dinge einfach mal in die Kamera halten, die habe ich hier schon vor der Augen. Das meistgebrauchteste ist oder von der Firma Fibeck, das ist halt quasi, glaube ich, dieses. Das ist eines der gängigsten Reinigungsmittel für Ohren bei Hunden. Auch bei Katzen, was auch immer. Für mich ist wichtig, man muss vor Augen halten, das ist ein Reiniger. Wenn euer Hund eine, ich sag mal, heiße Stelle im Ohr hat, oder der Hund hat ein Problem und ist empfindlich, der Hund hat Schmerzen, wenn ihr den vielleicht irgendwie anfasst, der Hund hat Probleme damit, dann ist das völlig falsch, weil das ist nur zum Reinigen. Also das bedeutet, das macht, spült mal die Ohrmuschel aus. Da ist halt Zeug drinne, was halt im Endeffekt einen Spülvorgang darbringt und nicht um eine Entzündung aus dem Ohr rauszuholen. Und das vergessen die allermeisten Menschen, wenn sie aus lauter Schnelligkeit, der Hund hat ein hängendes Ohr, es ist heiß, bevor man zum Tierarzt geht, tut man erstmal Ohrreiniger rein. Und das ist genau der Fehler. Das heißt, der Ohrreiniger bringt die Entzündung erst richtig raus. Das Unangenehme ist, das schwillt dann so weit an und wenn ihr erst am nächsten Tag einen Tierarzttermin bekommt, kann das echt unangenehm werden und immer schlimmer werden. Ihr werdet euch ärgern. Ich gebe euch mit, nochmal Ohrreiniger. Und wenn eine Ohrentzündung ist, und die ist auch überall kaufbar, gleiche Firma, anderes Produkt, das nennt sich, ist ein basischer Ohrreiniger. Warum das Ding auch Ohrreiniger heißt, weiß ich nicht, weil das andere ist auch Ohrreiniger. Basisch ist das Ziel. Ich versuche es nochmal hier reinzuhalten, dass man es lesen kann. Ich kann es gerade nicht sehen. Bisschen kann man sehen. Verdammt, verdammt, verdammt. Ist egal. Ist ein basischer Ohrreiniger, gleiche Firma. Für mich ist wichtig, basisch ist entzündungshemmend. Also bedeutet, das ist antibakteriell. Wenn also sich irgendwas Bakterielles in dem Hundeohr gesammelt hat, bitte keinen normalen Ohrreiniger rein, basischer Ohrreiniger. Einmal gehört haben, klar vor Augen halten, Unterschied gehört für mich beides auch in eine Reiseapotheke. Also Reiniger, vielleicht vorher für den Urlaub, wenn man am Strand fährt oder irgendwie auf der Wiese mit den Hunden rumtobt. Ich sag mal, gerade jetzt, wenn die Frühjahrsblüter reinkommen, kann man das immer noch mal machen, dass halt auch die Pollenstaub rauskommen. Aber das andere, der basische Ohrreiniger, hat was damit zu tun, ist ein bakterielles Problem, ein Pilz oder sonstige Sachen erkennbar. Also rot, heiß, juckend, unangenehm für den Hund, basisch. Merken. Riesenunterschied. Ich könnte bald bei den Firmen anfangen, ne? So. Ja, aber auch bei Stehohrhunden. Ja, Also, natürlich, klar. Ego hatte das auch schon mal. Selten, aber. Genau, bei den Stehohren ist es halt deutlich seltener, weil natürlich, ich sag mal, da eine ganz andere Zugluft bei passiert. Meistens sind es gar nicht bei den Stehohren die Ohrenthemen, sondern die feinen Haarpartikel, die dann halt natürlich dann sich am Ende irgendwann entzünden, dass dann halt die Feuchtigkeit nicht mehr rauskommen kann. Das heißt also, ein Stehohr, was sehr fellarm ist, da ist auch weniger Probleme bei. Aber bei, ich sag mal, den Themen, dass die Hunde gerade da, wo Schlappohren sind oder viel Fell in der Ohrmuschel sind, da kommt das natürlich sehr, sehr häufig, gerade auch immer wieder in so nassen Monaten halt immer wieder auf. Oder man war viel baden mit den Hunden oder aber die sind viel durch die Felder geflitzt oder was weiß ich. Jetzt im Moment sowieso nicht, Brut- und Setzzeit, ihr wisst, Leinenpflicht, ganz wichtig. Das heißt also, da muss man natürlich auch vor Augen halten, dass das Unterschiede macht. Die Lüftung, die Belüftung der Ohren. Weiß man an sich selber. Nächste Thema,
Wer schreibt jetzt hier nochmal die Rückmeldung zu Traumehl? Bei homöopathischen Mitteln ist dieses niedrigen, bei homöopathischen Mitteln in diesen niedrigen Potenzen, so, Traumehl, setzt man Reize, wo ist es hin? Warte mal, ich muss mal gerade gucken, es ist gerade geschoben. Hier setzt man Reize und zu Beginn bei akuten Schmerzen ist es sinnvoll, öfters den Reiz zu setzen. Daher bei akuten Beschwerden anfangs alle halbe Stunde eine Einzeldosis geben über einen Zeitraum von 2 Stunden und dann hat sie nochmal die Dosierung hingeschrieben. Könnt ihr euch ja nochmal durchlesen. Das Wichtige ist da, was da auch drin steht, ist Traumehl ad usum vet. Das hört sich ganz widerlich an, ist aber extra ein Mittel, ein homöopathisches Mittel, ausschließlich für die Tierheilkunde gedacht. Drückt also den Hunden nicht irgendetwas rein, weil ihr da schon mal was von mitbekommen habt, dass das bei einem Menschen ja geholfen hat oder wie auch immer. Es muss draufstehen, seit Januar, glaube ich, diesen Jahres muss es erst recht draufstehen, weil das ist nochmal gesetzlich neu verankert oder es wird neu verankert. Ad usum vet, das heißt, dass das tatsächlich nur für die Veterinärmedizin oder für die Veterinärheilkunde sozusagen gemacht ist. Genau. Die Bärbe schreibt noch, leider hat unser Milo hin und wieder eine Ohrenentzündung, haben vom Tierarzt Spülung Entzündungstropfen bekommen, gerade im Sommer, da wir einen Hund haben, der gerne taucht. Ich gebe euch mit, gerade bei diesen Entzündungen und das, was ihr da auch ja quasi von eurem Tierarzt mitgegeben habt, fragt ihn mal auch nach diesen Mitteln, basische Ohrreiniger. Dann braucht ihr tatsächlich diese schweren Lotionen, die man sonst da reindrückt, weil die brauchen unheimlich lange, bis dass die aufgelöst sind. Gerade bei so Gels und so etwas, was halt natürlich meistens immer so ein bisschen langflüssig, breiig ist. Dieses ist komplett flüssig und geht super schnell bis in die Ohrmuschel rein und das hat dann wirklich deutlich schnellere Hilfung. Frag einen Tierarzt mal, ob das auch dem Milo helfen kann. Also kann vielleicht auch noch mal ein kleiner Witz mit rein. Also gerade bei Thema Ohren, ich habe da ganz viel Erfahrung. Das ist auch richtig kritisch wird das, wenn das Schlappohr zum Stehohr wird, dann sollte man mal reinigen. Spätestens dann, ja. Also ich tatsächlich versuche mir, ich habe es in meinem Handy, dass ich so eine Erinnerung drin, dass ich zwischen 8 bis 10 Tage tatsächlich meinem Hund die Ohren sauber mache. Also erstmal natürlich nur mit einem Normalohrreiniger, damit ich da echt dran denke, weil ansonsten sehe ich es nicht und dann passiert vielleicht nachher sowas, dass dann halt das Öhrchen so ein bisschen absteht oder ganz runterhängt und dann absteht. Dann hat man tatsächlich schon nachher irgendwann es verpasst. Das ist nicht schön für den Hund. Süß aussehen würde, mal davon abgesehen. Kraulig. Ja, hatten wir ja schon mal. Ja, genau. So, in meine Haus- und Reiseapotheke möchte ich noch mal einmal mitgeben. Ich glaube, da brauchen wir auch nicht lange drüber reden. Pfotencreme und Pfotensalben. Da streiten sich die Geister, ob es flüssig, ob es selbstgemacht oder das Beste ist, was also am teuersten ist. Gefühlt ist. Es gibt ja auch Balistolöl, also das, was man auch für Pfoten unten drunter nutzen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auch da, ich glaube, die Thematik ist eher, dass man es macht, anstatt dass man es nachher vergisst. Denn gerade im Sommer, sowie auch in Winterzeiten, Winter hat man vor Augen, kennt man, dass ich sag mal, Streusalz oder auch kalte Böden lassen natürlich, wie bei uns Menschen auch, die Hautinnenflächen, Außenflächen, wie auch immer, schnell spröde und trocken werden. Das ist natürlich bei dem Thema im Sommer genauso. Das heißt natürlich, die Luft ist deutlich trockener unten auf dem Boden und die Hunde, wenn die halt natürlich über die Böden laufen, sind immer trocken. Gerade dann, wenn ich mitkriege, natürlich hat der Hund, wenn ich halt von innen unter die Fläche durchgehe, einfach mal gegen die Raufläche gehe, ist das erkennbar immer rau. Das heißt also, wenn ich aber quer gehe und merke, da ist schon definitiv mehr rau, wie das, was ich normalerweise hätte, bitte nicht jeden Tag von morgens bis abends die Hunde mit Pfotencreme einsetzen. Das ist ein natürlicher Schutz, den haben die Hunde. Aber auch hier im Sommer gerne mal so jede Woche mal richtig schön einmassieren. Ich habe es quasi als eine Form von Cremelotion, einfach nur, weil ich diese Wachsdinger unangenehm finde. Und wenn dann der Hund anfängt zu laufen, das zieht so langsam erst ein. Wenn man einen Hund hat, der
ich sag mal, dann noch gemütlich irgendwie im Körbchen chillt, dann kann man auch Wachs und solche Sachen nutzen. Mein Hund möchte aber danach gerne eigentlich losgehen und möchte gern spazieren gehen oder möchte gerne irgendwie dann rumschlappern in so einer Creme. Die ziehen schneller ein und die sind wirklich auch gut. Und die kriege ich auch gut zwischen die Zwischenzehenräume. Also das heißt auch dazwischen bitte die Pfotencreme draufsetzen, nicht nur hier unten. Das ist auch wichtig. Und natürlich auch von den hinteren Bereichen, da wo die Hunde laufen. Das wäre wichtig, das zu tun. Das gehört für mich Reiseapotheke auch, weil wenn ich am Strand bin, ist eine Pfotencreme wichtig. So, Gut. Woche Sonntag, ne? So, Pfote, wo wir gerade dabei sind. Verdammte Axt, ich mag diese Kameraführung nicht. Kann man es lesen? Kann man. Ja, hab ich Po. in. Du hast sie in einer anderen Farbe, weil deine Hunde eine andere Größe haben. Deswegen sind natürlich die Farbunterschiede da drinne. Ich selber bin ein totaler Fan von diesen Pfotenschuhen, wenn man es mal so nennen darf. Das ist eigentlich wie so ein Ballon. Das kann man aufweiten, die Pfote dort rein und dann ist da quasi einfach nur so eine Form von Ballon um den Fuß. Die meisten Menschen sagen, ja, wir haben Pfotenschuhe gekauft von der Firma Hunter, waren 83 Euro teuer, ich möchte gerne die weiter nutzen. Wie man aber weiß, sind die alle mit einem Klettverschluss verbandbar. Das heißt, wenn ein Hund quasi sich eine Pfote aufgerissen hat, in einen Kronkorken getreten ist, etwas aufgerissen, eine Kralle abgerissen, zu viel am Sandstrand gelaufen ist und deswegen, ich sag mal, poröse, Geschichten hat oder Hitzethema ist, diese Pfotenschuhe, die ihr dort habt, sind leider sehr unangenehm für die Hunde. Es gibt bequeme, brauchen wir nicht drüber reden. Was ich allerdings ganz unangenehm finde, ist, die sind leider sehr anfällig dafür, dass die Hunde einen ganz unrunden Gang haben. Das heißt also, die können nämlich nicht mehr vernünftig abrollen. Und somit haben wir sofort ein nächstes Problem, dass der Hund Muskulaturverspannungen hat, anschließend dann sozusagen Gangbildprobleme hat, weil er das immer wieder machen muss. Diese Poffs, so diese komischen Ballonschuhe, die sind tatsächlich mega strapazierfähig. Die rutschen nicht runter. Ich kann die immer wieder dran und abmachen, wie ich das möchte. Ich kann die sauber machen lassen und sauber machen, wie auch immer. Schnee, Matsch, Wind, Regen, Boden, fester Hund, schwerer Hund. Mein Rüde, damals 50 Kilo schwer, der hat diese Dinger tatsächlich tragen müssen, mal über 4 Monate fast an drei Füßen. Ganz ehrlich, die haben gehalten wie Bombe. Ich kann da tatsächlich, also wenn ich könnte, ich würde für die Firma Werbung machen, ehrlich. Die Hunde können abrollen. Nämlich, das ist ja wie nur wie ein Gummi sozusagen drumherum. Es ist ein Schutzbereich. Das bedeutet, die können ganz normal weiter ihre Pfoten auch nutzen. Auf geradem, ungeraden Wegen können die wirklich normal abrollen. Das bedeutet also, ich habe damit keine Nachteile. Wichtig ist, man weiß es selber, sobald Gummi drum ist, kann es zu Schwitzwasser führen. Deswegen ist in seiner Packung mehrere drinne. Man kann die dann immer wieder mal tauschen und abziehen, Pfoten abtrocknen, wenn der Hund, ich sag mal, also eine Wunde haben sollte und auch wenn sie verbunden ist. Ohne Worte, Gold wert. Hausapotheke wie Reiseapotheke, weil Kralle oder ich sag mal irgendwo reintreten, kann immer mal überall passieren. Ja. Ja, habe ich auch schon Erfahrung mitgemacht. Ja, auch das, ganz wichtig. So, Pfote, Ohren, Augen. Augen. Tada. Tada. Die obligatorischen Euphrasia-Tropfen gehören für mich in die Hausapotheke sowie auch in die Reiseapotheke. Ist ein kleiner Kostenfaktor, sind unheimlich lange haltbar und sind auch super transportierbar für Auto und sonstige Sachen. Also es das heißt, egal wie man auch fährt oder fliegt oder wie auch immer macht. Also Euphrasia-Tropfen für Mensch und für Hund. Ich glaube, jetzt habe ich gerade den Fehler gemacht. Ich habe es quasi empfohlen, obwohl es für Mensch und für Hund ist. Nein, du nutzt es. Ich weiß es. Es Effekt ist antibakteriell und Euphrasia haben halt den riesen, riesen Vorteil, dass sie tatsächlich die Entzündungen aus dem Auge mit der Zeit wirklich in diesen Entzündungen rausholen können. Und sei es, dass der Hund einen
Windzug mitbekommen hat, wenn meistens das Augenlid rot wird, wenn halt man sieht, dass Zuckungen sehr deutlich sind, wenn man auch einen Hund hat, der immer wieder auch die zweiten Wimpernreihen bekommt. Den Namen kannst du, Distichen oder wie heißen die? Das heißt, man merkt quasi, die wachsen wieder und das wird wieder etwas unrunder mit dem Augenlid drumherum. Bis das zum nächsten Augenarzttermin oder zum nächsten Tierarzttermin kommt, können die super helfen. Die sind nicht für die Ewigkeit, das muss man klar sagen, aber für den Moment und wenn irgendwie auch am Strand, wenn die Hunde gar am Strand gelaufen sind und es der Wind den Sand in die Augen reinkommt, abends einmal durchtropfen. Haus- und Reiseapotheke. Kleiner und Unser Pferd hat damit auch schon erfolgreich sein. ja, alle. Ja. Also in meinem Umkreis, glaube ich, hat das jeder schon irgendwie durch. Dann das obligatorische Thema Wunde an und für sich, egal auf welcher Fellstelle. Ich selber bin totaler Fan auch. Ich kann immer nur sagen, ich kann ja immer nur von mir und meinen Hunden und meinem Thema reden. Ich habe mir mal in einer dieser Hundesupermärkte ein Shampoo gekauft für Hunde, Tiefenreinigungsshampoo. Ist nicht nur, wenn der Hund sich einmal in Fuchskot gewälzt hat, super abwaschbar damit, weil es wirklich in die Tiefenreinigung geht, sondern wenn ich zum Beispiel auch eine Wunde habe, die plötzlich auch immer wieder mal ausgewaschen werden muss. Das macht man gerne ja schon mal so als Mensch mit so Seifenlauge, weil man immer denkt, dann ist es auch gut. Das Blöde ist, dass diese Seifenlauge natürlich einen ganz anderen pH-Neutralwert hat, wie, ich sag mal, ein normales Shampoo für Hunde. Deswegen gibt es auch Hundeshampoo. Das bitte nicht nur Baby-Shampoo. Also das ist ganz wichtig, dass man das echt vor Augen hält, weil die Struktur des Hundes mit dem Fell anders ist wie bei den Menschen. Tiefenreinigung hat den Effekt, dass ich damit auch eine Wunde säubern kann. Nochmal nur säubern, nicht behandeln. Das ist ein ganz klarer Punkt und ein Unterschied. Ich habe es immer da. Ich nehme es auch mit in Urlaub, weil ich fahre meistens Richtung Meer und dann könnte da auch schon mal ein totes Vöglein oder sonstige Sachen meinen Hund anmachen und dass dann halt eine Welserscheinung beikommt. Deswegen, ich empfehle es eher zur Reinigung, nicht unbedingt für alles andere. Also Reinigung. Super für beide Sachen mitnehmbar. Auch prima, wenn halt zum Beispiel man am Strand ist und man einfach nur die Pfötchen abwaschen muss danach, kann man das auch mit super nutzen. Ist super ergiebig. Auch bei diesen Laden kaufbar grün-rot farbig. Ach so, Wunde. Babypuder. Wer kennt's? Also, das Thema, was jetzt wieder hochkommt, ist, die ersten feuchten Tage lassen nach und das heißt, die ersten Hormone der Hunde schießen ein. Bedeutet, jetzt kann es wieder losgehen mit Hotspots. Die Hotspots sind heiße, entzündliche, eitrige Stellen im Fellbild des Hundes. Das ist meistens, ich sag mal, Kopf, Nacken, Rücken, Kruppe. Da kommen auch meistens auch schon mal an den Läufen, kann es immer wieder dazu kommen, dass halt diese Stellen echt widerlich, aua, heiß und eitrig, stinkend, unangenehm für den Hund sein. Hat Ursachen, den muss man auf jeden Fall auf den Grund gehen. Das ist das Erste. Das zweite Thema ist, ein Tierarztbesuch ist hier absolutes Thema, muss man mit hin. Ich habe das auch mehrere Jahre durch mit meinem Hund und kann nur sagen, nachdem es gereinigt wurde und ich die ersten Tierarztbesuche war, war für mich das Thema, dass ich dann immer wieder, wenn die Stellen dann halt anfingen abzuklingen, habe ich dann mit Babypuder ganz leicht draufgenommen, weil Babypuder selber ist, ich sag mal, mehr oder weniger setzt sich auf die Wunde. Wir reden hier nicht davon, das zu ersticken und dass es dann nachher immer härter wird und unangenehm wird, sondern einen leichten Flaum, weil das ist tatsächlich etwas, was dem Hund den heißen Schmerz nimmt. Und das muss man auch vor Augen halten. Ist für mich eher, ich sag mal, ein Thema für die Hausapotheke. Muss ich nicht unbedingt mitnehmen in Urlaub, kann ich auch da kaufen, wenn ich es brauche. Meistens hat man es irgendwo rumstehen, wenn man irgendwie so etwas mal benötigt. Ist halt wie bei uns auch, eine Wundestelle kann man es mit nutzen. Bitte nicht mit Penatencreme, bitte nicht mit irgendwie Jodsalben und sonstige Sachen da dran, weil das tut dem Hund weh. Es gibt noch weitere Themen dazu. Es gibt noch Aloe Vera Sprays, die können auch helfen bei so Hotspots, weil die ja meistens, wie gesagt, sehr unangenehm sind. Es gibt
Irgendwie so Wasserfeuchtigkeit, damit also quasi, wenn es trocken geworden ist und anfängt zu brechen, kann man jetzt wieder etwas zur Flüssigkeit und auch zur Kühlung drauf tun. Und ich habe es gerade eben gelesen. Kolidiares Silber, kann man es sehen? Silberwasser. Ist egal. Also dieses Kolloides Silber ist halt tatsächlich etwas, was man auch aufsprüht und gibt auch von verschiedensten Firmen sehr viel homöopathisch, bekommt man also auch immer wieder mal auch auf Messen oder sonstige Sachen. Also ihr müsst dafür jetzt nicht extra separat loslaufen. Das ist schon sehr speziell. Das brauche ich nicht für alles, aber für eine offene Wunde kann das super helfen. Es gibt noch weit andere, viele, viele Möglichkeiten. Nur das ist sehr, sehr gängig. So haben wir in den letzten 3, 4 Jahren so richtig so in Mode gekommen, weil man das aus der Homöopathie immer wieder auch hört. Es hilft auch. Ich kann nur nicht davon reden, ob es wirklich auch bei allen Sachen immer funktioniert. Ich habe gute Erfahrungen bei meinen Hunden damit gemacht, offene Stelle, aber aufpassen, der Pump-Sprüh-Moment kann für die Hunde schwierig sein. Deswegen das bitte üben und auch aus Entfernung und nicht bitte davor halten und dann wirklich binnen einer Minute da einer, also einen Millimeter da drauf drücken. Das ist dann, wenn es weh tut, ist das unangenehm. Das muss man klar vor Augen halten. Tut dem Hund an sich in dem Heilungsprozess nicht weh. Das ist ein Riesenvorteil von diesem Silberwasser. Kann man sich echt immer wieder auch vor Augen halten, dass man es also auch gerne, wer es möchte, wer sich damit beschäftigen möchte, auch in die Hausapotheke reintut, verfällt nicht und tut nicht weh, das ist gut. Bettina hat es auch immer dabei, schreibt sie. Gut. Das gute Thema der Wundheilung, ich meine, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ne? Also ich meine, da könnten wir leider, glaube ich, auch Stunden drüber reden. Wundheilung. Ich weiß nicht, wer es kennt. Medigel habe ich auch als Mensch sehr viel. Medigel ist dafür da, diese Wunde, die es dort gibt, oder vielleicht eine Schramme, die ein Hund sich abholt, auch zum Beispiel einen Pfoteneinriss. Wenn da Medigel draufkommt, das ist deutlich besser, als wenn ich eine Jodsalbe sofort draufdrücke. Jod vielleicht für den Anfang und danach zur Wundheilung das. Medigel ist auch etwas, es gibt ja auch Hunde, die wenig, ich sag mal, wenig Unterfell haben und auch Sommer schon mal Schwierigkeiten mit Sonnenbrand bekommen. Medigel hat wirklich auch den Riesenvorteil, dass das auch bei uns Menschen super gut wirkt. Besser wie jegliche Bepanthen-Salben. Bepanthen matschen. Bepanthen machen jede Wunde, auch bei uns Menschen, erstmal nass. Der Wundheilungsprozess dauert ewig lang. Medigel hat den Riesenvorteil, dass es von sich aus dich das nimmt, was es braucht und da rein fördert, wo es das auch wirklich gebraucht wird. Für mich, Hausapotheke, wer möchte, natürlich auch, wie zum Beispiel, dass man das sowieso für sich mitnimmt, in den Urlaub, wenn man sowieso Sonnenbrand gefährdet ist oder irgendwie etwas hat, dann kann man es auch gerne mit in den Urlaub nehmen. Ich nehme es auf jeden Fall immer mit, weil ich, wie gesagt, wenn ich halt irgendwo das Thema habe, dass der Hund irgendeine Wunde hat, bin ich damit sehr weit. Bettina, was meinst du mit Desinfektionsspray? Sollen wir auf das Thema eingehen oder? Desinfektionsspray ist ja vom Prinzip her auch so eine Form von, ich sag mal, so ein Jodspray. Und das für mich Wichtige dabei ist halt, ein Jodinhalt holt natürlich auch die Entzündung aus dem Bereich raus. Das heißt, wenn es eine entzündete Wunde ist, dann bin ich bei Desinfektion sofort dabei. Wenn es aber eine Schnittwunde ist, ist die nicht schon direkt entzündet. Das muss man halt klar sehen. Also wenn ich die direkt auswasche, entzündet sie sich nicht unbedingt. Dann muss ich nicht schon direkt mit einem Jodsalbenbereich reinkommen. Das muss man einmal kurz unterscheiden, ne? Okay. Daniela schreibt, ich lese mal vor, weil es so viel ist, bei schlimmen Wunden, Manuka-Honigsalbe. Unsere Katze hat einen infizierten Katzenbiss an der Pfote, wurde von unserer Tierärztin prima mit einer Manuka-Honigsalbe behandelt. Ich war sehr überrascht über den Erfolg. Was haltet ihr davon? Gerade diese Honigsalben sind in den letzten, ich sag mal so, Jahren auch wieder total in geworden. Kenne ich aus meiner Kindheit und kommt jetzt tatsächlich wieder hoch. Honig hat wohl diesen kristallisierten Zucker logischerweise, der halt eine Form von Entzündung rausziehend macht und dadurch eine Krustenbildung bringt und dadurch kann dieser Honig sich da wirklich wieder fest auch ansetzen und die Kruste von unten wächst dahin wieder zu.
Der Riesenvorteil dabei ist, gerade wenn schon so eine Entzündung im Körper oder in diesem vielleicht da sogar wunden Biss war. Also es das heißt, bei Entzündungen, Honig, Salben, egal in welcher Form, bitte nicht einfach Honig aus zu Hause, sondern das müssen schon Honigsalben sein, die halt schon, ich sag mal, entweder von Tierarzt oder von Heilpraktikern, wie auch immer, dann auch verschrieben und verkauft werden. Die bitte da gerne auch für nutzen. Bin ich totaler Fan von, habe ich auch immer wieder da. Meine ist nur letztens leider übers Verfallsdatum, deswegen zeige ich sie jetzt nicht in die Kurve rein. Aber ja, Honigsalben, perfekt. Sehr gut. Thema Krallen. Noch, sei es beim Krallenschneiden eine Verletzung. Ja, also Krallen schneiden, ich sag mal, das obligatorische Thema. Es gibt ganz viele Menschen, die trauen sich das selber nicht. Kommt immer wieder auch ein Thema da rein, dass sie sagen, dann hat es mal irgendwann gezwitschelt. Nämlich dann, wenn halt wirklich nicht regelmäßig geschnitten wird, kommt das immer so, dass natürlich das Innenleben innerhalb dieser, ich sag mal, Kralle, eine einzelne Kralle, ein Leben, das wächst mit weiter. Und wenn ich es nicht regelmäßig das Horn abschneide, hat dieses Innenleben deutlich mehr Chance mitzuwachsen und dadurch habe ich es deutlich länger. Deswegen gibt es auch Hunde, die haben deutlich lange Krallen. Dann kann man da nicht mehr viel dran schneiden, weil das Leben ist schon so durchgewachsen, dass es wirklich fast schon bis zum Anschlag vorne ist. Das ist schlimm. Deswegen bitte auf Regelmäßigkeit achten. Dass Hunde sich das ablaufen, ja, das ist tatsächlich, Horn wird sich abgelaufen, aber es ist sehr selten, dass es wirklich auch an den Hinterläufen, an den Seiten, die Hinterkrallen und wie sie alle heißen, Wolf, After, wie auch immer, diese Krallenvarianten werden nicht immer abgerundet. Das heißt, sie müssen wirklich geschnitten werden, zwar regelmäßig. Sollte es dann passieren, dass man dieses Leben trifft, weil man das ja mit diesen doofen Zangen nicht sieht. Und bei dunklen Krallen sieht man es auch nicht. Da sieht man halt nicht, wenn man reingreift und dann kann es halt passieren. Und da hatten wir ja schon mal jemanden, ich sag mal, die uns dazu auch schon mal einen guten Tipp mitgegeben hat. Und die hat auch gesagt, da gibt es halt dieses blutstillende Pulver. Es gibt es auch als Alginat, also als Möglichkeit, dass man es auch als Pflasterbereich hat. Also das ist eine Watte, die man halt dann sozusagen aus so etwas rausnimmt. Und diese Watte ist dann quasi auch eine Möglichkeit, das sofort zu stillen. Bedeutet nicht direkt in Panik verfallen. Ich habe Menschen erlebt, die gesagt haben, sie möchten dann sofort eine Kerze in Wachs auflösen, also zum Brennen bringen, den Wachs und dann die Kralle da reindrücken. Das ist für den Hund sehr schmerzhaft auf Dauer und ich möchte nicht wissen, was man dann da für Bakterien reindrückt. Deswegen, wenn ihr nichts anderes zur Verfügung habt, denkt an den Kerzenwachs, dann kann man es machen. Habt ihr aber was anderes zur Verfügung in der Haus- sowie in der Reiseapotheke, dann lieber erstmal das. Also lieber vorher besorgen, bevor ihr an Wachs geht, bitte. Ja. Mag mir das gar nicht vorstellen. Naja, bevor du nichts hast, also wenn du halt unterwegs bist, der Hund hat das Problem, du bist meinetwegen in einem Ferienhaus oder du bist im Wohnwagen und hast nichts anderes dabei, weil die Reiseapotheke vielleicht nicht vollständig war, kann man es mit dem Wachs machen. Das ist halt immer so der Tipp nebenbei, weil ich meine, wenn es Blut läuft, dann ist das wirklich Strahl, ne? Dann kommt das da wirklich raus, das dauert dann so 10 Minuten, dann hört es auch an etwas auf, aber ich meine, die Zeit ist echt unangenehm, auch schmerzhaft für den Hund, sehr schmerzhaft. Ja, also Krallen schneiden, Krallen, das heißt, wenn es Blut kommt, entweder dieser Alginat, diese Watte, entweder dieses Puder, das kann man dafür auch nutzen, oder aber die Heilmittel. Die Bea hat noch eine Rückmeldung zu dem Medigel. Medigel fördert die Wundheilung, feuchte Wundheilung, reguliert den Feuchtigkeitsgehalt der Wunde. Die Zellen zum Wundverschluss können sich im feuchten Milieu besser bewegen und die Wunde verschließen. Wenn man Wunden trocknen lässt, hält man die Wundheilung enorm auf und es gibt Krusten und damit Narben. Super, kann man also jetzt alles nochmal nachlesen. Was wären wir nur ohne Frau Schneemann? Kannst du bitte nochmal genau sagen, was du gerade meintest bezüglich Krallen? Also die Krallen haben ja das Horn, das, was wir von außen sehen, also wie bei uns unsere Fingernägel, Nägelhorn. Der Effekt ist, dass man das ja immer wieder, ich sag mal, so
kurz schneidet, dass halt ein Blatt Papier da noch vernünftig drunter kommt. Nicht mehr und auch nicht länger lassen. Das heißt, dann kann auch der Hund in einem normalen Standbild, da kann ich noch ein DIN A4 Blatt drunter schieben, dann passiert auch nichts, dann habe ich auch die vernünftige Länge, brauche ich nichts machen. Wenn aber bestimmte Krallen schon so unterschiedlich anders wachsen, dann muss man natürlich auch immer mal gucken, dass man das gerade schneidet. Dafür hat man diese gewissen Krallenschneidemaschinchen. Es gibt auch Menschen, die haben diese Feilmaschinen mittlerweile schon, wo es halt irgendwie elektrisch gemacht wird. Gibt es verschiedene Möglichkeiten, Krallen zu kürzen. Komme ich drauf? Das Wichtige daran ist halt, wenn das Leben beim Krallenkürzen quasi beschädigt wird, dann kommt da das Zeug raus. Und das kriegt man natürlich nicht mal eben gestoppt. Also das ist tatsächlich so, es gibt Menschen, die versuchen das mit Tempo und sonstige Sachen. Ich gebe euch mit, das geht, wirkt nicht. Dafür hat man, wie bei uns Menschen auch, ich sag mal so, stillen Blutstiller gekriegt. Also es bedeutet, für Hunde ist es gemacht worden. Das ist ein Töpfchen, das ist ein Puder, das ist ein Wundheilpuder sozusagen. Du hast es, glaube ich, auch da bei dir, glaube ich, irgendwo noch abgestempelt. Und dieses Puder, da kann man quasi dann die Pfote reindrücken oder die Kralle reindrücken und dann drinnen lassen. Genau, das nennt sich still, genau, super. Da ist quasi dann noch die Möglichkeit, dass damit dieses Blut gestillt wird. Das heißt, dann wird dann auch der Zufuhr quasi damit verstopft. Und damit kann man dann halt natürlich auch wirklich super helfen. Was es beim, ich sag mal, in der Normalapotheke gibt, gibt es für Hunde, gibt es für Menschen. Das ist nochmal nur meine persönliche Erfahrung. Ich möchte es nochmal mitgeben, weil sonst kann ich, glaube ich, meinen Beruf wieder an den Nagel hängen. Das ist halt quasi Alginat und das ist eine Watte. Das bedeutet also, wenn ich zum Beispiel das Puder nicht nutzen kann, dann habe ich das auch als Mensch und kann es vielleicht auch irgendwie dann auch für mich nutzen. Das ist eine Watte, das nimmt man so ein bisschen raus und dann kann man das auch da drauf drücken. Das hilft auch super, stoppt das Blut und das ist das Wichtige. Es versiegelt es kurz sozusagen. Bärbel gibt mit, alle 2 Wochen werden die Krallen geschnitten, die Ohren gespült. Bärbel. Milo, der hatte da auch gut bei euch. Mensch! So, nächste Thema. Nächstes Thema, was haben wir denn noch? Ich gucke mal gerade, was ich hier auf meinem Tischchen noch habe. Ich habe hier noch so was Stichfreies. Freies. Ballistol stichfrei. Also Hausapotheke und Reiseapotheke. Ballistol stichfrei. Ist super, gerade jetzt in den Zeiträumen, wo wieder, ich sag mal, die Mücken wieder aus allen Ecken und Kanten kommen, kann man für den Mensch haben und die gibt es auch extra für Hunde und auch für Tiere, Pferde, wie auch immer. Das Thema ist, dass man halt damit den Hunden und auch uns, wie gesagt, einmal für Mensch, einmal für Hund, gibt zwei verschiedene Artikel. Das heißt, das kann man sich einsprühen. Es gibt ja auch Antibrumm und Co., ne, wo halt diese dicken Mücken und diese Brummteile da um einen herumfliegen und dann denkt man immer, oh, widerlich. Das heißt dann Antibrumm und das ist aber Ballistol, stichfrei Mücken. Alles, was fliegt um einen herum, das Wichtige ist beim Hund, auf eure Hände über den Körper des Hundes ziehen, wieder das Ganze dreimal und ihr könnt wirklich durch Moore laufen. Ihr seht regelrecht diese ganzen Mückenschwärme nur über eurem Hund, aber nicht im Fell. Denn es gibt ja auch wirklich auch so, gerade wenn man auch schon mal so in den skandinavischen Ländern fährt oder Holland fährt, diese, ich sag mal, Strand- und Sandmücken, die es halt immer wieder gibt, die auch wirklich echte Pusteln bei Hunden auch verursachen und die sind echt unangenehm und juckend. Wenn ihr Ballistol stichfrei mit dabei habt, nutzt es, bevor ihr das Haus oder die Wohnung oder den Wohnwagen verlasst. Einmal den Mensch, einmal den Hund. Ich liebe es. Ich könnte auf dem Hundetrainingsplatz nicht eine Stunde überleben. Ihr wisst, was das bedeutet, wenn man, ich sag mal, so in den Sommermonaten abends, wenn die ganzen Mücken kommen, die Lichtanlagen, die Mücken anziehen. Ich könnte nicht überleben. Ohne stichfrei könnte ich nicht leben. Also Empfehlung meinerseits, ne? Das kann ich immer nur sagen. Nochmal, es gibt bestimmt verschiedene andere Möglichkeiten auch. Ich mag es einfach nur mitgeben, weil es einfach meine Erfahrung mit das Beste ist. Es ist ergiebig, es ist für Hunde separat und das ist Ballistol Animals sind perfekt. Auch gegen Zecken. Aha. Der eine sagt so, der andere sagt so. Ich glaube nicht, weil ich glaube, Zecken selber bohren sich durch das Fell durch und werden davon nicht sozusagen komplett
ich sag mal, abgehalten, aber die sind wirklich, sagen wir mal, eher, dass die, wenn die einmal drinne sind, sind die in einem Fell drinne. Dann macht auch ein Ballistol stichfrei nichts. Eine Mücke riecht es eher sozusagen. Eine Zecke ist da widerstandsfähiger. Es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, bei meinem Hund hilft das auch gegen Zecken. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Weiß ich Sagen, nicht. steht zumindest drauf. Ich glaube, das hatten wir auch mal den oder ich den Welpeninteressenten empfohlen, Genau. weil die ja schon ganz früh dann, weil es gerade Sommer und Zeckenzeit war, da kannst du ja noch nichts drauf anschieben. Ich sage ja bewusst, ich kann es nicht empfehlen, weil ich es nicht weiß. Ne? Das ist halt eben so der Effekt. Wenn es draufsteht, wird es wahrscheinlich irgendwohin mit irgendwelchen Studien auch belegbar sein, denn auch die Firma Ballistol ist schon etliche hunderte Jahre auf dem Markt. Ich glaube nicht, dass die etwas auf den Markt bringen würde, wenn es nicht helfen würde. Also ich glaube das schon. Aber ich weiß es nicht. Der eine so, der andere so. Wie er sagt, was gegen Mücken wirkt, ist in der Regel auch gegen Zecken. Die Wirkdauer kann etwas kürzer sein. Sowieso. Also das ist ja für mich wirklich auch das Thema bei Ballistol, dass ich das wirklich immer wieder aktiv neu einsprühe. Also nochmal erst auf eure Finger, dann über das Fell. Das ist das Wichtige. Auch wichtig, auch ganz klar vor Augen, bitte nicht über die Schnauze mit dem Zeug. Ne? Das, egal, wo ihr es macht. Also überm Kopf, ja, aber lasst bitte den Schnauzenbereich, egal mit was ihr euren Hund einsprüht oder einklitscht, bitte nicht Schnauz- und Gesichtsbereich, bitte nicht. Hat den einfachen Effekt, wir wissen selber, die Hunde werden dadurch total, ja, ich sag mal auch gehindert, normal zu riechen und sie riechen auch anders. Deswegen mag ich Ballistol so gerne, weil es den Individualgeruch des Hundes nicht versaut. Ganz viele andere Mittel, die man ja auch, sei es Kreuzkümmelöl und wie sie alle heißen, haben einen totalen Eigengeruch. Und die Hunde riechen nicht mehr sie selbst. Also wenn sie normal kommunizieren und die haben so einen separaten, aufgedrückten, künstlichen Geruch, das ist für Hunde gefährlich, doof. Und mitunter werden sie auch unsicher. Das ist halt eben bei Ballistol in der Form nicht. Gut, noch etwas, was in die Hausapotheke soll. Oh ja. Das aller wichtigste, auch da überall mitnehmen, Haus- und Reiseapotheke ist für mich das Fieberthermometer. Auch wenn man sich das vielleicht am Anfang nicht traut, aber glaubt mir, wenn ihr merkt, euer Hund hat Fieber, ist das tatsächlich auch das Zeichen dafür, dass ihr wirklich definitiv zum Tierarzt müsst. Die erste Frage und auch die erste Info auf dem Weg zum Tierarzt telefonisch lautet: Mein Hund hat Fieber. Das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt. Also das bedeutet, ein bisschen, ich sag mal, Vaseline dran und dann Rute hoch und ab in den Po, wacht, bis dass es piepst und guckt drauf. Traut euch das. Ihr tut eurem Hund damit nicht wahnsinnig weh, wenn ihr wirklich nur bis einen gewissen, ich sag mal, 2, 4 Zentimeter da reindrückt. Ihr müsst bitte nicht ein Fieberthermometer da reindrücken. Macht euer Tierarzt bei eurem Hund auch nicht. Aber es ist ein absolutes wichtiges Zeichen, gerade bei Entzündungen. Das heißt also, Fieber sieht man mitunter bei einem sehr befällten Hund nicht. Man merkt nur, dass er sehr viel hechelt. Und gerade wenn er sich unwohl fühlt und vielleicht schon 2, 3 Stunden sehr dolle hechelt und nicht mehr zur Ruhe kommt, Fieberthermometer, auch, also auch in jede Reiseapotheke gehört das für mich mit dazu. Die Fiebergrade kann man überall nachlesen, da braucht man sich nicht zu merken, das kann man sofort auch in Panik noch lesen, ab wann fängt eigentlich Fieber an. Und das ist bei einem Hund wichtig und ein klares Zeichen, dass wirklich eine Entzündung im Körper ist und dann muss auch ein Tierarzt aufgerufen werden, das ist ganz wichtig. Jo. Fieber muss gesenkt werden. Das ist bei einem Hund schlimmer wie bei einem Menschen. So, So. wir sind gleich am Ende. Gibt es noch was, wo du sagst, auf jeden Fall, das muss mit oder das muss in die Hausapotheke, das darf nicht fehlen. Also was ich immer wieder mit habe, ist von einer speziellen Firma, gibt es aber bestimmt auch noch von anderen Themen. Gerade wenn mein Hund wenn ihr Richtung Meer unterwegs seid oder Richtung Wasser unterwegs seid, da wo die Hunde vielleicht mitunter an Seen oder auch an stillen Gewässer oder auch am Salzwasser trinkt, kommt ja ganz gerne schon mal so ein bisschen Durchfall. Das heißt also, die Hundemägen reagieren auf mitunter saures, ich sag mal salziges und auch sehr dreckiges Wasser. Und wenn dieser Durchfall passiert, ist es ja meistens so, dass die Hunde damit natürlich sehr wichtige Nährstoffe auch ausscheiden, weil das ist natürlich ein, ich sag mal, künstlich erzeugter Reinigungsprozess im Magen-Darm-Trakt, der einfach, ich sag mal, nicht normal ist. Wenn ihr aber trotzdem dann nicht verzichten wollt auf Spaziergänge, auf, ich sag mal, dass euer Hund sozusagen wirklich nachher nur noch in der Ecke liegt, Elektrolyte.
Ist wie bei uns Menschen auch, Menschen, die halt schon mal wirklich irgendwie eine echte Magen-Darm-Entzündung haben. Es gibt es wirklich in Trinkwasser auflösbare Elektrolyte. Könnt ihr auch bei eurem Tierarzt mal hinterfragen oder bei eurem Homöopathen, Tierarztpraktiker, wo auch immer. Lasst euch dazu ein bisschen aufklären. Gehört für mich nämlich definitiv mit in die Reiseapotheke. Ich habe es sowieso hier. Das heißt also immer wieder mal, wenn ich halt merke, es ist ein bisschen schwach auf der Brust, dann kann ich gerne schon mal mit Elektrolyten wieder mal so ein bisschen die Depots vollfüllen im Alltag. Ich sag's nicht für jeden Tag. Ich sag gerade dann, wenn halt irgendwie, ich sag mal, ein Unwohlsein oder aber wie bei uns Menschen auch, Wasser, Feuchtigkeitsverlust, Hund trinkt nicht so viel. Gerade jetzt in den Sommermonaten, die Hunde trinken deutlich weniger. Mit solchen Mitteln kriegt man aber zumindest das wieder rein, was dem Hund fehlt, nämlich alle Elektrolyte. Und da bitte wichtig auch drauf zu achten, das bitte mit in die Haus- und Reiseapotheke. Da hast du ja zum Thema, also wenn der Hund halt mal ein bisschen schlapper ist vom Immunsystem her, noch das Kolostrum da, ne? Kolostrum ist die eine künstliche Nacherzeugung von der Erstmilch einer Mutter, wenn man es mal so sagen darf. Das wird künstlich nacherzeugt. Kolostrum, wenn das Immunsystem des Hundes nicht mehr fit ist, darf man sich gerne mal danach erkundigen. Das ist jetzt nicht das, was ich sozusagen immer auf Vorrat hier liegen habe. Ich selber habe das nur dann quasi, wenn, ich sage mal, ein starker Fellwechsel ist, wenn ich merke quasi, dass das Immunsystem gerade ein bisschen mehr Stärkung benötigt. Langer Winter oder aber, ich sag mal, Hund hat gerade eine OP hinter sich, kommt ein bisschen langsam auf die Füße, hat sogar Antibiotika, hat ein Wurmmittel bekommen. All das kann ja Immunsystem stören und natürlich auch echt schwächen. Deswegen, da kann man dann mal ein paar Tage unter das Futter Kolostrum drunter tun oder auch wenn, ich sage mal, so auch echte Entzündungswerte im Körper waren und die sind rausgeschossen, dann kann man mit Kolostrum das Immunsystem tatsächlich wieder auf Vordermann bringen. Wichtig ist auch die Dosierung, das ist ganz klar vor Augen zu halten und natürlich auch die Gabe, wie lange man das geben muss. Aber ich finde für mich persönlich, für meine Hunde unverzichtbar, wenn irgendwas ist gerade, dass man das Immunsystem damit echt aufhängt. Bei Welpen, Junghunden, gerade auch wenn Hunde so zum Beispiel, ich sag mal so mit Durchfallerkrankungen immer wieder Probleme haben, dann weiß man ja, dass das Immunsystem gestört ist. Und dann kriegen die so viele Medikamente, so viel Antibiotika und Co. Danach eine Runde wirklich Kolostrum gucken, wie die Anleitung da drauf steht. Das kann sehr viel helfen, wirklich. Ich habe es ja immer zur Geburt da, zur Stärkung der Hündin und auch wenn ein Welpe nicht ganz so fit ist. Ja, Flüssigkeitsverlust und das ist natürlich auch immunnehmend und das ist wirklich wichtig. Ja, das ist ganz klar. Ich glaube, alles andere sind halt, ich sag mal, so Themen, die man auch on top noch haben kann. Also für mich wichtig ist, eine Reiseapotheke ist nicht der Verbandskasten, den man einfach kauft, sondern wie wir ja auch mitbekommen, viele von euch haben ja auch schon so einzelne Erfahrungen auch machen müssen, dass man noch bestimmte Dinge natürlich da hat. Ich möchte mitgeben, dass Schmerzmittel bitte nicht die reinste Lösung ist. Damit ist das Thema nicht durch. Damit kann man dem Hund zwar Schmerzen unterdrücken, aber damit ist die Ursache nicht weg. Das heißt also, ihr könnt nur den Weg bis zum Tierarzt etwas schmerzfreier gestalten, aber nicht lösen. Heißt immer die Ursache finden, immer, immer, immer. Es gibt gar kein Vertun. Bei Fieber immer die Ursache finden, ganz wichtig. Kann ein Zahn sein, kann ein Biss sein, kann eine Wunde sein, die sich entzündet hat. Durchfall ist mitunter ein Reinigungsprozess, kann passieren, nicht dramatisch. Ist es wässrig über 3 Tage, ab zum Tierarzt, tut man auch mit keiner Apotheke irgendwas mit. Und auch nicht mit irgendeiner Suppe, die man irgendwo aus dem Internet liest. Man kann Dinge immer wieder mal ein bisschen, ja, ich sag mal, eindämmen, aber die Ursache ist damit nicht weg. Das ist ganz wichtig, dass man die Ursachen dafür findet. Und für mich ist auch wichtig, auch mit sämtlichen homöopathischen Kügelchen, man muss wissen, was man damit auslöst. Ich möchte klar sagen, auch wenn sie frei verkäuflich sind, ihr wisst nicht, wenn ihr mit keinem, ich sag mal, Tierheilpraktiker da wirklich definitiv etwas darüber gesprochen habt und dass ihr nicht auch wirklich wisst, was ihr damit auslöst. Dann bitte nicht rein, sondern immer erst absprechen, nicht einfach irgendwelche Kügelchen rein. Das ist ganz wichtig, weil ihr nicht die Ursache damit bekämpfen könnt. Bei einem Bienenstich oder auch bei einem Humpeln,
Ja, kann man bis zu dem Zeitpunkt erstmal sich ein bisschen was vielleicht damit helfen, aber bitte nicht irgendwelche hormonellen Störungen mit, ich sag mal, Kügelchen behandeln, das auf Dauer, das kann gut gehen, muss aber nicht. Das kann dann zu weiteren Stresssymptomen führen. Monika fragt nochmal, hast du vielleicht zufällig eine Liste mit den Namen der Art der Präparate? Das hatten wir ganz am Anfang gesagt. Das dürfen wir nicht, Monika. Das tut uns total leid. Wir hatten das tatsächlich vor. Ich kann natürlich dir gerne anbieten, schreib mich an. Aber ich darf es halt natürlich nicht mitgeben. Aber der Tierarzt kann dir mit Sicherheit auch eine super tolle Checkliste machen. Ich kann dir auch mit Sicherheit ein bisschen Themen auch von meinem Hund miterzählen, was da vielleicht bei gewirkt hat. Aber ich darf halt diese Liste hier nicht offiziell bekannt geben. Das ist halt so.